So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Heute mit einem ganz kurzen Video, nämlich es geht um die Gamescom dieses Jahr und was ihr da so auf meinem Kanal erwarten könnt. Und ja, ich bin leider dieses Jahr nicht vor Ort. Die letzten 4 Jahre war ich ja immer vor Ort und habe immer ein bisschen Videomaterial mitgebracht, beziehungsweise dort direkt für euch aufbereitet. Und ja, dieses Jahr bin ich nicht dort. Ich bin hier in München bei Gameswelt und schneide sozusagen die Berichte, die die Jungs dort aufzeichnen. Und bereite auch noch Videos für den Livestream vor. Also wir bzw. Felix und David streamen ja jeden Tag, also Dienstag bis Freitag von 16 bis mindestens 22 Uhr auf twitch.tv/gameswelt. Und also richtig großer Livestream, richtig lang mit allen News, alles schön aufbereitet. Und ja, ich werde dann am Abend immer noch versuchen, so was jetzt insgesamt den ganzen Tag passiert ist, an News irgendwie reingekommen ist, werde ich so versuchen für euch nochmal aufzubereiten in einem Video und euch sozusagen das Wichtigste von der Messe euch trotzdem zu berichten. Und ja, und dann muss ich mal gucken, wie ich das Ganze machen werde bezüglich... Also Gameplays gibt es ja leider dieses Jahr nicht, also wie zum Beispiel neues FIFA-Gameplay und so, war ich ja letztes Jahr oder die letzten Jahre immer einer der Ersten, der was online hatte, also richtiges Gameplay, gespieltes Gameplay. Und ja, das hat auch mir immer schön ein paar Abonnenten gebracht, aber dafür habe ich dieses Jahr ein bisschen was anderes. Das kommt aller Voraussicht nach, ist noch nicht hundertprozentig fix, nach der Gamescom. Die Woche darauf werde ich das Ganze produzieren und versuchen zu machen, wo es dann auch um die einzelnen Spiele geht. Also ihr werdet auf jeden Fall die Woche darauf über diverse Spiele nochmal genaueres erfahren. Da werde ich zu jedem Spiel noch etwas Spezielles machen. Also alle Spiele, die wichtig sind, die euch interessieren. Wenn ihr bestimmte Spiele habt, von denen ihr sicherlich unbedingt was wissen wollt, schreibt das in die Kommentare. Da versuche ich so viel wie möglich über diese Spiele in Erfahrung zu bringen. Und ja, dann werde ich auf jeden Fall... auch am Wochenende muss ich mal gucken, wie ich da auch Zeit finde, weil ich da nicht hier meinen Rechner habe, sondern da werde ich dann irgendwie mit meinem Notebook versuchen, zu Hause ein bisschen Videomaterial bzw. ein paar Videos zu schneiden. Und ja, bin gespannt. Dieses Jahr gibt es ja viele Neuankündigungen, beziehungsweise letztes Jahr war natürlich der Burner mit den neuen Konsolen, aber halt wenige Spiele für die neuen Konsolen. Dieses Jahr sieht es ein bisschen anders aus, denn wenn man sich anschaut, Oktober, November, die sind schon wieder sehr vollgepackt mit Spielen und da freue ich mich auch schon drauf. Nämlich zum Beispiel, das Ganze fängt ja an mit Forza 2, beziehungsweise Forza Horizon 2, da bin ich ja richtig gespannt drauf. Ich habe so Bock drauf, der erste Teil hat richtig Bock gemacht und ja, ich freue mich echt auch riesig auf den zweiten. Dann, was gibt's denn noch alles? Also es gibt wirklich unglaublich viele Spiele, die da im Oktober rauskommen. Wobei, das war jetzt Oktober. Auf jeden Fall, Battlefield wurde ja verschoben, leider. Evolve habe ich ja auch schon spielen können auf dem Evolve-Event. Und da haben wir auch einen kleinen Bericht zugemacht. Den seht ihr auf gameswelt.tv. Das war das Evolve-Event in München. Und hat schon echt Bock gemacht. Und ja, was alles noch für Spiele rauskommen werden... ja, das erfahrt ihr spätestens in den News, was es Neues gibt und die Woche drauf kommen auf jeden Fall zu vielen Spielen viele Videos. Ja, in dem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Es war jetzt ein ganz kurzes Bindeglied-Video, also das so heißt halt der Modus in Dragon's Thief, dieser neue, der eigentlich nicht wirklich... einen Sinn macht, wie ich finde. Aber auf jeden Fall mit einem 7:3 hier innerhalb von knapp 5 Minuten rausgegangen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Links kommt ihr zu meiner letzten Doppelkritik. Planes 1 und 2 habe ich mir angeguckt. Der zweite Teil ist auf jeden Fall sehenswert. Und ja, rechts kommt ihr zum Dragon's Thief. Das Gameplay, das ihr im Hintergrund gerade gesehen habt, nochmal das ganze DLC sozusagen Review dazu. Und ja, vergesst nicht zu abonnieren. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!